Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 7. November 2018, Mittwochabend, habe ich mich hier eingefunden auf Skype mit zwei wunderbaren Freunden. Ich kann nicht sagen Brüdern, weil das eine ist eine Schwester in Christus, ein Bruder und eine Schwester in Christus, um ein Gespräch zu führen, wovon ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wo das hinführt. Wird wohl wahrscheinlich irgendetwas mit dem ganzen Thema zu tun haben, mit dem wir uns das ganze Leben durch beschäftigen, nämlich mit dem Glauben, mit der Bibel und mit Fragen, die man dazu stellen kann. Ihr erinnert euch, dass ich vor wenigen Wochen ein Video hochgeladen hatte, das hieß Maranatha, Amen, Lucifer, Yahuwa, Fragen zur Bibel. René interviewt den Jörg, dieses Video hier. Und das ist im Grunde heute ein zweiter Teil davon, wo der René wieder da ist, um mir Fragen zu stellen und mit mir über Dinge zu sprechen, die ihn bewegen. Und er hat dabei die Schwester Jasmin aus Deutschland noch mit eingeladen. Und ich finde es wunderbar, mit diesen beiden heute über Skype verbunden zu sein. Und wie man das nun mal eben traditionell so macht, ne? Es gibt bei solchen Sachen ja immer eine Geschlechtsbevorzugung. Ladies first heißt das. Dann stellt doch bitte schön die Jasmin sich erstmal selbst vor an euch. Und dann werden wir sehen, wo unser Gespräch uns hinfindet. Also ich überlasse jetzt das Wort an Jasmin und danach direkt ohne weitere Zwischenkunft von mir an den René. Hallo Jasmin, schönen guten Abend, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einem ersten Video von mir aus der Diskussionsrunde von Romanismus und Reformation, wo die Leute dich vielleicht schon mal gehört haben, ansonsten zu einer ersten Aufnahme von mir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht es gut. Ich bin die Jasmin, wohnhaft in Unterfranken. Das gehört zu Bayern, zum Norden. Und freue mich, heute dabei zu sein. Prima, ja. Und von mir auch herzlichen Dank erstmal für alle, die jetzt zugeschaltet haben und zuhören. Und auch dir, Jörg, für gleich deine einleitenden Worte und dass du uns vorgestellt hast. Von mir soweit auch nochmal danke, dass viele sich so geduldig dem hingegeben haben, auf den zweiten Teil zu warten. Zum anderen habe ich ja direkt von Toni, der ein paar Stunden später wohl schon ein Video auf die, in Bezug auf die Namensdiskussion gegeben hat, schon mal einen Kontaktversuch gemacht. Bis jetzt kam er noch nicht dazu. Deswegen ganz kurz dazu noch, diese Diskussion um den Namen, den wir letztens im Video angesprochen hatten, hat der Jörg schon eigentlich ausführlich genug, kommentiert. Von ihm auch gab es letztens von dem John Kostick einen Link, der meiner Meinung nach diese Diskussion, denke ich mal, auch dann vollkommen und vor allen Dingen noch wesentlich detaillierter erklären kann. Würde ich jedem anraten, der auch nur halbwegs interessiert ist, diesen Glauben, sage ich mal auch, wenn das braucht, bewiesen zu bekommen oder beziehungsweise tiefgreifend schon in den ersten hebräischen Worten zu erkennen. Und weiterhin zu den Kommentaren, danke, dass so viele kamen. Und weiterhin ist Kritik auf jeden Fall jederzeit willkommen, ne? Also es geht ja darum, dass ich repräsentierend sozusagen für alle Bibelneulinge und Bibelleser, die gerade damit anfangen oder es eben werden wollen, haltet euch nicht zurück. Ich fand es auch wunderbar, dass kein einziger etwas zu meinem Ton gesagt hat, der ja wirklich miserabel war. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Und ich konnte leider mein Wort nicht halten und habe bis zu dieser Sendung auch leider keinen Avatar für mich gefunden. Das muss ich beim nächsten Mal auch nochmal ganz in Ruhe machen. So, auf jeden Fall mal ganz zu Anfang schon mal geklärt, dass die Reihenfolge Ladies First ja auf jeden Fall nicht unbiblisch ist. Sonst hätte ja diese Reihenfolge auch gar nicht stattgefunden, denke ich mal, ne? Ich weiß nicht, auf wen das zurückgeht, dass man Frauen den Vortritt lässt. Aber in der heutigen Welt muss ja immer alles so politisch und geschlechtlich korrekt laufen. Naja, ich habe da kein Problem mit, dass die Dame erst kommt. Nur es ist halt so eine Sache, die sich bei uns so eingebürgert. Ich glaube, kein Mensch wieder stellt sich da Fragen drüber. Wo kommt das eigentlich her? Wo hat das seinen Ursprung? Wenn wir über Benimmregeln sprechen, dann werden wahrscheinlich einige Leute jetzt von ihrem Hocker fallen, wenn ich ihnen sage, dass der Knigge, der den Knigge-Standard mehr oder weniger, wie nennt man das Buch, das Buch des Benehmens da von dem Knigge geschrieben hat, der war neben Adam Weishaupt Mitbegründer der Illuminaten, ne? Sollte man vielleicht auch mal wissen, ne? Und nach solchen Leuten, benehmen sich die Leute in unserer Gesellschaft, weißt du? Von daher sage ich nur, wo kommt diese Regel her? Ladies first. Ich habe jetzt keine Lust, eine Internetsuche zu machen und das zu beginnen. Ich schmeiße das nur mal so in die Runde für euch beide und natürlich auch für jeden Zuhörer oder Zuschauer, um da mal selber drüber nachzudenken, wo sowas herkommt. Darum geht es ja, genau. Warum wird ein Geschlecht gegenüber dem anderen bevorzugt?
Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, als zweites oder als drittes zu reden. Das war noch nie ein Problem für mich. Ich denke mal, das ist auch für keine Frau irgendein Problem. Es sei denn, sie hat irgendwo ein starkes Geltungsbedürfnis, dann braucht sie das vielleicht. Aber das ist dann eher mehr eine psychische Sache. Das war ja auch nicht auf dich gemünzt, Jasmin, sondern halt nur im Allgemeinen. Nur so im Allgemeinen, denke ich ja. Dass man immer hinterfragen sollte, ne? Ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Und darum geht es ja auch im Prinzip, kritisch zu sein, ne? Und die, denke ich mal, ebenfalls hier sich ja noch kritisch damit beschäftigen, es geht ja nun mal leider über den Verstand, geben wir doch einfach vielleicht mal den biblischen Rahmen mal vor, um, sage ich mal, entsprechend in die Tür reinzuschreiten und daran mal zu schauen, inwieweit die sogenannte Realität die Menschen eines Besseren belehrt oder eben nicht, ja, ob das stimmt oder nicht. Ich habe hier mal eine Seite, vielleicht schicke ich mal einfach kurz den Link rüber, dann kannst du die gleich mit aufmachen oder beziehungsweise können die anderen gleich sehen, dass ich das hier mal genommen habe. Ich weiß nicht, aus welcher Bibel es ist. Ich denke mal, für den Rahmen hier, um den es geht, und das ist ja, sage ich mal, wahrscheinlich wird es im Titel auch so sein, Mann und Frau im Lichte der Bibel. Und das, wie gesagt, für Menschen, die halt, ja, eben wie gesagt, gerade anfangen, sich mit der Bibel zu beschäftigen und sich auf einmal ganz vielen, vielleicht noch nicht gefragten Stellen in ihrem Leben gegenübersehen. Ob sie nun gerade eben eine Partnerschaft haben oder eine Ehe oder vielleicht eine geschiedene, mit oder ohne Kinder. Das sind ja alles dann Fragen, die, denke ich mal, in dem Kontext hier relativ eindeutig und daher für die meisten, denke ich mal, auch kritisch gesehen werden, ob sie nun wollen oder nicht. Ich lese jetzt hier einfach mal ein paar Sachen vor. Jörg, hast du das? Kann der Link schon an? Siehst du doch, ich teile doch meinen Schirm. Ach, Mensch, entschuldige. Siehst du, ich war schon wieder auf meinen, ja, genau. Ich werde ein, zwei Dinge davon vorlesen und damit, denke ich mal, geben wir einfach mal den Rahmen vor, um vielleicht, sage ich mal, den Rahmen abzustecken und zu schauen, inwieweit wir uns dann nun daran stoßen können oder eben nicht. Und viele, wie gesagt, tun es ja. Verständlicherweise sicherlich auch, wenn man berücksichtigt, aus welchem Kontext wir hier alle sozusagen ursprünglich kommen. Fangen wir direkt mal an mit der Frage, wie sollten sich Männer ihren Ehenfrauen gegenüber verhalten? Die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 25 bis 28, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Etwas weiter unten noch. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Das ist, denke ich mal, sofort schon gesehen, eine Bedingung, die meisten Männer definitiv nicht erfüllen. Und ich denke mal, wenn man jetzt mal weitergeht, wir müssen ja nicht gleich das nächste, überspringen wir vielleicht einen, kann man hier und da mal abprüfen, inwieweit das überhaupt gegeben ist, wenn man der Meinung ist, von Liebe zu sprechen, zu müssen oder mal zu schauen, ob man das auch zeigen kann. Welcher Rat verbietet körperliche und mündliche Partnermisshandlung? Die Bibel sagt in Kolosser 3, Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich nehme einfach mich gleich als Beispiel. Ich weiß genügend Stellen, an denen ich bitter war gegen eine oder meine Frau. Und von daher ist an der Stelle auch, ich denke mal, nicht Verwunderung geboten, wenn man mal schaut, was daraufhin passiert, wenn man dieses Gebot bzw. diese Vorgabe ja nicht hält. Was meint ihr beide? Soll ich vielleicht noch ein, zwei weitere lesen? Wollt ihr vielleicht eins davon lesen? Weil es ist ja fast wurscht, welche man nimmt. In Anführungszeichen. Ja, wurscht, welche was man nimmt. Wollen wir zu dem Kapitel erstmal was sagen oder wollen wir gleich alle? Na, immer frei, wie ihr möchtet. Keine Vorgaben. Na gut, werde ich mal ganz kurz anfangen, wenn ich darf. Zu dem Artikel ganz am Anfang ist er schon mal verkehrt. Was sagt die Bibel über die Ehe? Die Ehe ist eine dauerhafte, sich verpflichtende Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Die Bibel sagt in Matthäus 19, 5 bis 6, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das steht nicht nur in Matthäus 19, 5, 6, noch viel wichtiger, das steht in Genesis. Das steht im allerersten Buch Mose und zwar Kapitel 3. Ich schlage das eben mal auf. Habe jetzt nicht die Online-Bibel hier, sondern ich mache das eben in meiner Bibel, Schlachterbibel, die ich hier in der Hand habe. Kapitel 2, Vers 24, oder besser gesagt, lass uns in Vers 23 anfangen, oder 22 noch besser. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein.
Es steht also geschrieben in den allerersten Sätzen der Bibel und nicht nur in Matthäus im Neuen Testament. Das schon mal Punkt 1. Wenn ich persönlich so einen Text verfassen würde, auf einer Seite, die heißt Bibelinfo, dann würde ich mit der ältesten Referenz in der Bibel über die Ehe anfangen und nicht irgendwo im Neuen Testament. Das finde ich persönlich schon mal einen ganz großen Fauxpas. Ja? Und dann haben wir hier über Epheser Kapitel 5, Verse 5 bis 28. Ich meine, es gibt vorher auch schon Plätze, wo das angesprochen wird, aber das Zitat ist soweit in Ordnung. Das Problem ist nur, und da will ich eben mal ganz deutlich darauf hinweisen, die Bibel, als sie geschrieben wurde, wurde geschrieben als eine große Schriftrolle. Und zwar nicht die ganze Bibel, sondern jedes Buch für sich. Also das erste Buch Mose, zweite Buch Mose, Samuel, Könige, die ganzen Propheten und auch im Neuen Testament, die vier Evangelien, Apostelgeschichte und dann die ganzen anderen, hauptsächlich ja Paulus seine Lehren an die Heiden, ne? Weil Paulus war ja der Apostel an die Heiden, unter anderem an die Epheser, aber eben auch Thessalonika, Kolosser und so weiter und so weiter. Die wurden als eine Schriftrolle geschrieben. Die kannten keine Unterteilung in Kapitel. Und die kannten keine Unterteilung in Verse. Das ist erst später von Menschen gemacht, um das Lesen und Verständnis der Bibel zu erleichtern. Das Problem damit ist, dass manche, wie hier zum Beispiel bei Bibelinfo jetzt, und das ist nur ein Beispiel, das ist ja fast überall so, dass die Leute sich ein paar Verse rauspicken und die dann analysieren wollen. Das Problem ist, sie nehmen sie oftmals aus dem Kontext heraus. Man muss das ganze Kapitel sehen. Und es ist euch beiden auch sicher schon aufgefallen, wenn ihr die Bibel studiert habt und ihr seid zum Beispiel von Epheser 4 auf Epheser 5 gekommen oder von Römer 3 auf Römer 4, dass ihr merkt, ja, eigentlich ist hier ja gar kein Bruch. Das geht ja im Grunde weiter. Warum habe ich denn hier einen Bruch vom Kapitel? Teilweise muss man auch das ganze Buch lesen, um das zu verstehen. Man kann sich nicht irgendein oder zwei Verse willkürlich rauspicken und darauf eingehen. Das ist ein ganz großer Fehler, den viele Menschen machen, wenn sie die Bibel lesen. Nehmt euch dann die Zeit und lest zumindest das ganze Kapitel. Dann versteht man auch den ganzen Zusammenhang. Wenn ich jetzt ganz Epheser 5 lese, dann ist die Chance, dass ich Verse 5 bis 28, die hier zitiert sind, viel besser verstehe. Ja? Als wenn ich mir nur die paar Dinge rauspicke. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Und ich mag solche Artikel nicht, das ist meine persönliche Meinung. Und René, schließlich hast du mich angerufen, um zu sagen, von wir wollen über Dinge in der Bibel sprechen und du willst meine Meinung darüber hören. Meine Meinung darüber ist, solche Dinge, wo man irgendwo irgendwelche Verse rauspickt, das ist nicht mein Ding, um sich damit zu beschäftigen. Man muss immer das große Gesamte sehen und man muss die Bibel als Gesamtes sehen. Und wenn dieser Text schon nicht mal anfängt mit der Benennung von oder mit der Benennung von erstes Buch Mose, Kapitel 2, wo das zuerst genannt wird, aber gleich auf Matthäus, Kapitel 19 geht, dann stelle ich mir ehrlich gesagt die Frage nach der Ehrlichkeit dieses Artikels bereits hier nach den allerersten Worten. Das ist meine Meinung dazu. Und jetzt, ich danke bitte, dir. Bitte Jasmin das oder bitte René in einer Antwort. Na, ich antworte am besten gleich. Also erstmal danke, das kommt genau an der richtigen Stelle. Denn man sieht ja hier ganz eindeutig, ich habe ja die Seite noch nicht mal mit Jörg abgeglichen. Das zum Beispiel hätte ich machen sollen. Wenn, dann mache ich das beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ne? Und dann sparen wir uns eben gleich die Zeit und machen das entsprechend in dem Kontext, wie du gerade eben zu Recht, ich sag mal, die Kritik auf diesem Niveau gegeben hast. Weil anders möchte ich es auch nicht haben. Also wenn ich meine, so Kritik ist willkommen, dann meine ich so genauso, wie es Jörg gerade gemacht hat, am besten sofort ehrlich und zwar genauso, wie man es meint. Und dann kommt das auch entsprechend an. Also wenn jemand zum Beispiel in den Kommentaren kommentiert, dann bitte ebenfalls sowas. Ist ja klar. Also wenn, dann bitte richtig. Und dann würde ich vorschlagen, dann schlag mal vor, wie wir das am besten machen. Ich habe, wie gesagt, echt gedacht, mit dem, was in Bezug auf Mann und Frau aus der Bibel hervorgeht, in diesem Kontext, natürlich Ehe und so weiter. Wir können das natürlich auch völlig frei machen. Ansonsten wäre es jetzt schwierig. Ich hätte jetzt aus der Schlachter 2000 zwar noch etwas, aus eben Epheser 4, das ist ja, aber auch nicht eben komplett. Hatte ich auch nicht vor, das komplett zu lesen. Aber du hast natürlich trotzdem recht. Dann schlag mal kurz was vor, wie wir es am besten machen. Wollen wir einfach gleich frei drüber sprechen oder willst du anschließend dann vielleicht Stellen selber raussuchen oder hast du welche zum Vorgeben, die dir jetzt aus dem Ad-hoc einfallen? Nein, es ist ja auch in Ordnung, dass du sagst,
Warte mal, kann ich den Link hier kopieren oder was? Nee. Ist auch in Ordnung, dass du sagst, wir gehen jetzt von diesem Artikel aus, den wir jetzt hier gemacht haben. Da habe ich ja im Grunde. Ich habe mir keine Mühe gemacht beim Suchen, Entschuldigung. Ja, ich habe halt nur ein Problem mit dem Artikel selber, weil ich eben gesagt habe, was ich da für ein Problem mit habe. Das ist im Grunde alles. Aber wir wollen. Das verstehe ich, du hast ja sogar recht. Ja, wir wollen ja jetzt hier aber auf das Thema eingehen, über das wir heute Abend sprechen wollen. Und von daher würde ich sagen, gut, wenn du irgendwo was von der Schlachterbibel jetzt zitieren willst, du siehst, ich habe jetzt gerade die Schlachterbibel online aufgemacht, wenn es irgendwelche Dinge gibt, hier zum Zitieren, dann können wir das gerne machen, dann können wir darüber sprechen. Auch über diesen Artikel können wir sprechen. Ich habe lediglich meine Bedenkung dafür jetzt geäußert. Diese Aufnahme ist nicht geskriptet, das sollten auch die Zuschauer wissen. Wir setzen uns hier einfach ans Telefon. Ich habe keine Ahnung, worum das heute Abend hier geht. Wir werden das sehen. Alles wird ad hoc gemacht, ja, aus dem eingegebenen Geist in dem Moment. Ja, wir haben keine Dinge irgendwie vorbereitet, also ich zumindest nicht. Ich denke auch René und Jasmin nicht. Und wir können gerne über die Dinge sprechen, die ihr hier habt. Ich meine, es ist ja nicht so, weil das jetzt aus dem Kontext gerissen ist, dass es darum verkehrt ist, darüber zu sprechen. Das können wir ja machen. Ich will nur sagen, im Allgemeinen sollte man das nicht tun, sondern sollte man sich mit solchen Dingen dermaßen intensiv beschäftigen, dass man sich die Mühe macht, den ganzen Zusammenhang zu lesen. Also zum Beispiel das ganze Kapitel zu lesen. Oder vielleicht sogar einen Teil des Kapitels davor, dieses Kapitel und vielleicht sogar noch einen Teil des Kapitels danach. Weil das eben eine menschliche Unterteilung der Bibel ist und keine göttliche Unterteilung der Bibel. Das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Richtig. Na, dann machen wir es einfach mal frei weiter. Ich gebe einfach mal das so im Prinzip vor, wie es mir teilweise ja wahrscheinlich auch wie anderen selbst ergangen ist. Wenn man die Bibel angefangen hat zu lesen oder es erkannt hat, dass Jesus Christus vom Herrn zu uns gesandt wird und wir nur durch ihn unsere Erlösung finden, dann ist auch klar, dass alles andere stimmt und dann zweifelt man dort auch nicht mehr. Wenn ich also zuerst zum Beispiel erkannt habe, okay, ich bin gerade in einer Partnerschaft oder eben nicht, aber wenn, dann werde ich Sex nur noch haben, wenn ich eine Ehe führe. Und zwar nicht eine, die ich jetzt mal kurz beim Standesamt klar mache oder vielleicht mit ein paar Blättern um den Kopf oder wir drehen uns im Kranz, sondern einfach, man gibt sich ein Wort vor Gott, das als allererstes. Und das gilt. Und man muss auch wissen, worauf man sich einlässt. Und vor allen Dingen auf jeden Fall, genau, kein Sex außerhalb dieser Ehe. Und wozu führt man die? Um sich mit einem Partner zu mehren. Und das in völliger Hingabe und Liebe. Und das wirft einen dann doch recht schnell dann, je nachdem, an welchem Punkt des Lebens man steht, durch die Frage, ja, wie läuft das dann? Und das kann man dann entsprechend testen. Ne? Entweder ist man gerade an der Partnerschaft und merkt, der andere zieht mit oder eben nicht. Oder man guckt einfach mal, wenn man keinen hat, wer würde denn? Und wir alle drei sind ja, sage ich mal, relativ typische Beispiele dafür, dass es rar gesehen ist. Das alleine gilt uns wahrscheinlich als Beweis, denn jeder andere guckt da raus in die Welt und denkt, naja, geht doch so mit den Familien. Aber wirkliches göttliches, gemeintes Familienwohl zwischen Mann und Frau, so wie es in der Bibel zu finden ist. Und wie gesagt, du hast schon ja recht, Jörg, die Bibel einmal komplett durch und dann hat man es eigentlich auch. Die üblichen Störfaktoren, die kennt man ja an den Stellen. Das sind dann Leute, die sozusagen Teile da rausreißen und dann da versuchen, mit etwas zu untermauern, wie die Bewegung der Emanzipation als Beispiel. Ne? Die Frau wird ja in der Bibel eindeutig unterdrückt. Und sie hat ja eigentlich überhaupt nichts zu sagen und die Frau hat nur noch mit Kirche, Kindern und Küche zu tun, hahaha. Ha, ha. Dabei braucht man doch eigentlich nur mal ein wenig mit offenen Augen in die Welt schauen und sieht, dass die Familie, das kleinste Glied der sogenannten Gesellschaft, was auch immer, an allen Ecken und Enden zerrüttet wird. Dazu gehört ja dieses Thema der Emanzipation oder dieser Gender-Wahnsinn oder alle Manipulationsnummern, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die Kindergärten, Bildungssysteme, was auch immer. Und so gehören ja mit dazu. Und wenn man halt eben mal schaut, dass da draußen eigentlich überhaupt kaum etwas zu finden ist, was dem entspricht, eigentlich dürfte man sich nicht wundern. Am besten wäre es, wir hätten jetzt natürlich vielleicht noch eine Familie mit, sozusagen hier im Gespräch, die schon eine christliche Familie führen. Am besten eine junge, wie zum Beispiel Max und Anne, ne, aus unserer Gruppe. Maximilian, richtig? Ja. Und von daher, vielen, die, denke ich mal, damit anfänglich in Berührung kommen, merken auch gleich, jetzt wird es richtig ernst. Denn es mag ja vieles Weltliche irgendwie Spaß machen und das gilt es sicherlich auch zu meistern, aber in der Familie, die Führung der Familie, scheidet sich anscheinend ganz vehement. Und
ja, ich finde das nicht nur interessant, sondern ich finde, es ist das Thema überhaupt, denn es ist mitunter ja gewollt, dass es so läuft und es bringt viel Schmerz, Verbitterung, Leid, Hass und andere Dinge, die uns ja in das Negative drängen, die uns schwach machen, ja. Und ohne Jesus Christus würde man das auf jeden Fall nicht durchstehen. Und mit ihm kann man einfach nur hoffen und beten, dass es entweder was dazu wird oder eben nicht. Es ist nur schade, wie rar und selten es ist. Und ob das mit dazugehört und so bleibt, das ist halt die Frage, ne? So mal ganz kurz von mir, Pause. Gut, dann sag ich mal was dazu, auch gerade zu dem Epheser. Es fängt ja schon an, dass die Menschen, also Frau, so wie auch Mann, gar nicht wissen, was Liebe bedeutet und was Selbstliebe ist. Ich denke, das wurde uns auch ganz perfekt aberzogen. Das wurde uns weggenommen aufgrund dessen, dass wir in diesen staatlichen Einrichtungen schon als Kleinkinder gelandet sind, ja, und die Mutter eben arbeiten gehen muss. Das ist heute so wie damals nicht anders. Es wird immer schlimmer. Ja, dann kamen Kitas dazu nach dem Mauerfall. Das war damals in Westdeutschland eher unbekannt, dass man seine Babys eben schon weggeben konnte. Ja, bei uns in Westdeutschland war einfach der Kindergarten da oder die Vorschule, also spätestens ab 5 oder 6 Jahren. Und solange war das Kind natürlich zu Hause bei den meisten, ich sag mal, Familien. Ja, und bei vielen war es eben schon brenzlig vom finanziellen Standpunkt her, und die mussten ihre Kinder dann schon viel früher irgendwo unterbringen und konnten sich selbst gar nicht darum kümmern. Und darum fehlt ein ganz, ganz wichtiger Part bei uns Menschen, Mann wie Frau, dass wir gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ja, diese Liebe, diese Selbstliebe dann auch, die dann dadurch wachsen muss. Und darüber macht sich natürlich keiner Gedanken, bis auf ein paar Eltern, die selbst davon betroffen sind. Ja, die können aber auch damit nirgendwo hin. Ja, wenn sie langsam merken, dass ihnen dieses Kind, was sie großgezogen haben, das eben heranwächst, auf einmal entgleitet. Ja, und dann gewisse Dinge tut, die es eigentlich nicht tun soll. Und wenn ein Mann eine Frau lieben soll wie sich selbst, dann muss er erst mal wissen, ja, liebe ich mich denn überhaupt, und das auch richtig ausführen. Und dazu braucht man auch immer ein Vorzeigemodell, ja, einen Menschen, ja, der einen wirklich von Herzen geliebt hat und es richtig gemacht hat und es nicht jemand anders überlassen hat. Und da fängt das ja schon an, das Problem. Ja, gut, dann werde ich jetzt mal was dazu sagen. Also, die Punkte, die ihr beide angeholt habt, sind natürlich alle nicht verkehrt. Das Problem ist nur, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, in der wir von klein auf an auf eine katholische Art und Weise erzogen werden, ohne es oftmals überhaupt zu verstehen, dass wir katholisch erzogen werden. Mit anderen Worten, das ganze System, in dem wir leben, ist das Antichristensystem, das römisch-katholische System. Und wir sind alle drei von deutscher Abstammung, haben also den einen oder anderen Moment in Deutschland gelebt oder leben da noch, sind in Deutschland groß geworden, sind in Deutschland als Kinder erzogen worden, sind zur Schule gegangen, haben unsere Abschlüsse gemacht, haben unsere Berufe dort ausgeübt, haben dort unsere Familien gegründet oder auch nicht gegründet, haben geheiratet oder auch nicht geheiratet, haben Kinder bekommen oder auch nicht Kinder bekommen. Und wir haben das alles in einem System gemacht, das so weit von der Bibel weg ist, dass uns jetzt, wo uns auf einmal in einem späteren Zeitpunkt unseres Lebens Gott die Augen öffnet, wir uns im Grunde die ganze Zeit nur mit der Faust vor die Stirn schlagen wollen und sagen wollen, mein Gott, was hab ich getan? Das ist richtig. Ich war 13 Jahre lang verheiratet. Meine Frau hat sich von mir getrennt, weil sie mit einem Pädophilen verlassen hat, aber ich habe keinen einzigen Moment in meiner Ehe eine biblische Ehe geführt. Das muss ich heute im Nachhinein so sagen. Und warum nicht? Weil ich nicht gläubig war. Und meine Frau auch nicht gläubig war. Abgesehen davon war sie katholisch. Deswegen wollte ich auch keine kirchliche Heirat damals. Da war ich immer gegen. Ich war ja mehr oder weniger Atheist. Aber ich war in meiner ganzen Heirat, in meiner ganzen Ehe war ich niemals christlich verheiratet. Wir haben ein Kind bekommen
Der Sohn von mir ist heute 26 und ich habe dieses Kind absolut unbiblisch erzogen. Ich habe die letzten paar Jahre versucht, das hinzubiegen. Das funktioniert aber nicht. Deswegen habe ich keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn. Die Folge davon ist lediglich, dass ich im Grunde in der Hinsicht, was mein Privatleben steht, vor einem Scherbenhaufen stehe. Und ich glaube nicht, dass ich mich zu sehr aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass es mit Jasmin und mit René mehr oder weniger genauso. Das Problem, was wir hier als gerade ansprechen mit der Ehe, ist doch, dass wir erst in einem späteren Zeitpunkt unseres Lebens zu der biblischen Erkenntnis kommen, wie hier in diesem Artikel zum Beispiel steht, wie in Epheser, Petrus geschrieben steht, die Teile, die hier jetzt angeholt wurden, oder Matthäus auch, oder Genesis, was ich vorher angeholt hatte. Das ist uns doch vorher alles gar nicht bewusst. Und wir können doch nicht auf einmal unser Leben 180 Grad umdrehen und sagen, jetzt muss das so sein, und bei Weise von sprechen, jetzt muss sich die Frau uns auf einmal unterstellen. Vorher war das nicht so. Wir müssen doch überhaupt erstmal überhaupt verstehen, was diese göttliche oder diese geistige Führung überhaupt beinhaltet. Wir Männer müssen uns erstmal damit abfinden, dass wir selbst auch nicht führen, sondern dass wir von Jesus Christus und vom Heiligen Geist geführt werden. Und dann müssen wir ein ganz anderes Verhalten gegenüber unserer Frau an den Tag legen, als wir das bisher in diesem weltlichen Leben getan haben, weil es geht auf einmal um ein geistiges Verständnis. Es geht hier um ein geistiges Verständnis der Ehe und nicht um ein fleischliches in dem Sinne oder nicht um ein weltliches Verständnis. Und heutzutage, die ganzen Ehen, die geführt werden, sind doch alle nur weltlich. Abgesehen davon, dass sie vor Standesämtern oder vor Pastoren oder Priestern oder was auch immer gehalten werden, sind es weltliche Ehen. Fleischlich hauptsächlich. Ja, ich kenne keinen einzigen, der eine wirklich christliche Ehe führt. Einen kenne ich, ja, in Amerika, Tom Fress. Den kenne ich. Was der mir erzählt hat, als er mit seiner Frau vor so vielen Jahren zusammengekommen ist, das war alles christlich. Ist es bis heute noch. Und seine Frau hat zu ihm gehalten in den größten Krisen. Sie hat gearbeitet für ein Pflegeheim als Administratorin, und das Pflegeheim wurde geleitet von der größten freimaurerischen Organisation des ganzen Staates, wo die drin wohnen. Und während die Frau für die Freimaurer gearbeitet hat, hat Tom Fress 7-8 Stunden pro Nacht auf Amateur Radio gegen die Freimaurer geschimpft und gewütet und den Leuten versucht, die Freimaurerei zu erklären. Ja? Mit allen Folgen danach. Die sind verfolgt worden, alles drum und dran. Aber seine Frau ist bei ihm geblieben, bis heute. Obwohl sie ihren Job verloren hat zwischenzeitlich, wegen seiner Tätigkeiten. Nach über 40 Jahren haben sie rausgeschmissen, von einem auf den anderen Tag. Können sich Freimaurer erlauben. Aber die haben wirklich eine, soweit wie ich das verstehe, noch ziemlich biblische Ehe geführt, weil sie waren auch alle beide sehr christlich, als sie zusammengefunden sind und haben. Und das ist der Punkt. Heute finden doch zwei Christen gar nicht mehr zueinander, weil du musst ja erstmal das Glück haben, erstmal selber in dem jungen Alter, sage ich dann jetzt mal, wir sprechen ja jetzt hauptsächlich wohl von jungen Leuten, wenn die sich verheiraten irgendwann, jetzt will ich gar nichts mal sagen, 19, 20 oder was, aber lass uns das selbst bis 30, 35 gehen, da muss man ja überhaupt erstmal selber Christ sein. Und zwar nicht irgend so ein Freizeitchrist, wie 99,9% der sogenannten Garagenchristen, wie ich sie gerne nenne. Garagenchristen, weil sie meinen, dass sie Christ sind, so wie ein Auto in der Garage steht, wie wenn ich in der Garage stehe, kein Auto werde, so werde ich auch kein Christ durch die Bibel zu lesen oder solche Sachen oder freizeitmäßig mich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Christ sein ist etwas, das muss man leben. Das atmet man ein von morgens bis abends. Da beschäftige ich nicht mehr mit in der Freizeit mit. Und wer tut das denn schon? Wir leben ja alle in dieser Welt mit diesen weltlichen Verpflichtungen und alles drum und dran. Das heißt, wir machen immer einen Spagat zwischen dem Geistlichen und dem Fleischlichen. Und das geht nicht lange gut, weil es steht geschrieben, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und irgendwann werden wir mal sehen, wem wir dienen müssen. Aber wo gibt es denn heutzutage noch eine Ehe, die von Anfang an auf das biblische Vertrauen gegründet ist, die von Anfang an so gegründet ist, wie Adam und Eva ihre Ehe damals gegründet haben? Wo der Mann erkennt, das ist Fleisch von meinem Fleisch und ich habe nicht nur eine Position, die nach dem Motto, ich stehe über der Frau, aber ich habe vor allen Dingen auch eine Verpflichtung gegenüber der Frau. Die meisten Männer heutzutage in unserer Gesellschaft haben keine Verpflichtung
oder nehmen ihre Verpflichtungen oder ihre Pflichten nicht wahr, sondern schlagen ihre Frauen, missbrauchen ihre Frauen, betrügen ihre Frauen und wundern sich dann, wenn sie von den Frauen dasselbe zurückkriegen. Wir leben eben in einer antichristlichen Welt. Da müssen wir uns erstmal drüber einig sein, wenn wir über diesen Punkt sprechen. Da muss man erstmal davon ausgehen, man muss einen Mann haben und eine Frau haben, die alle beide bibelfundamentalistisch sind von Anfang an. Und wenn die zueinander finden und sich dann im Namen Gottes, sage ich jetzt mal, dazu entscheiden, den Rest ihres Lebens zusammen zu verbringen, dann gelten für sie die Regeln, wie sie biblisch gelten. Wo man eben sagt, der Mann betrügt seine Frau nicht und die Frau betrügt ihren Mann nicht. Ja? Jeder Sex außerhalb der Ehe, der Punkt, den René Kurz angeführt hat, ist Ehebruch. Ja? Schon wenn ich eine Frau als Mann nur begierlich ansehe, die nicht meine eigene Frau ist, dann begehe ich Ehebruch. Mit einer Frau, die begierlich einen Mann ansieht, ist das genau dasselbe. Ehebruch ist bereits dann im Geiste vollzogen. Und es geht eben darum, dass jeder Sex außerhalb der Ehe Ehebruch ist. Und wie viele Leute haben das heutzutage nicht, dass sie erstmal ein bisschen austesten? Die Männer springen von Blume zu Blume, würde ich jetzt mal eben ein bisschen verblümt sagen. Und die Frauen doch auch. Bis sie dann sozusagen den richtigen Partner gefunden haben. Aber da fängt es doch schon mal an. Die Basis ist doch schon mal korrupt, biblisch gesehen. Korrupt und verkehrt und verkommen. Und ich kann doch nicht etwas korrupt starten und das dann gut machen. Das ist genau der Punkt, den Tapasorsi damals in Herrscher des Bösen gebraucht hat. Ich kann nicht mit einer Rebellion oder einer Revolution eine Regierung gründen, mit Blut vergießen und Rebellion gegenüber die Herrschenden und dann eine göttliche Regierung erstellen. Das geht nicht, weil die Basis ist schon mal verkehrt. Und die Basis ist bei uns verkehrt. Also das Ganze, was wir hier über die Bibel reden in dieser Sendung, mehr oder weniger, ist, Entschuldigung, dass es so vielleicht abfällig klingt, aber ist mehr oder weniger hypothetisch. Weil wir nicht die richtigen Voraussetzungen haben, weil die meisten Leute nicht die richtigen Voraussetzungen haben, daran zu denken. René, der sich in letzter Zeit mehr oder weniger von Gott hat überzeugen lassen, dass der Gott ist, der er sagt, dass er ist und dass er Jesus Christus im Glauben angenommen hat und da sehr stark nach lebt im Augenblick, hat das Problem, dass seine Partnerin, die er davor bereits hatte, das nicht so fühlt wie er. Und da hast du einen Konflikt. Und Jasmin hat wahrscheinlich mehr oder weniger dasselbe in ihrem Leben mitgemacht und ich würde dasselbe im Leben mitmachen, wenn ich heute noch nach einer Frau suchen würde. Suche ich aber nicht. Weil ich ganz einfach weiß, es gibt keine Frau, die sich so biblisch daran halten würde und für die es sich lohnen würde, eine Ehe einzugehen. Deswegen halte ich es mit Paulus. In einer bestimmten Stelle in der Bibel, ich glaube in Matthäus irgendwo, steht geschrieben, es gibt drei Arten von Eunuchen. Es gibt diejenigen, die als Eunuche geboren werden. Es gibt diejenigen, die von Menschen Eunuchen gemacht werden. Und es gibt diejenigen, denen der Geist die Kraft gibt, um dem Sex zu entsagen. Und Paulus war für sich selber der Zweite, weil Paulus war nicht verheiratet. Petrus zum Beispiel, der war verheiratet. Und es ist auch jedem Christen zugestanden zu heiraten. Aber manche Christen sagen von, ich brauche das nicht und ich will das nicht. Ich bin inzwischen so weit, ich bin bei dem Punkt angekommen, ich brauche das nicht und ich will das nicht. Das nur so weit dazu, wollte ich einleitend mal dazu sagen. Entschuldigung, dass ich so weit ausgeholt habe, aber ich hoffe, das war für euch ein bisschen verständlich und jetzt könnt ihr ja gerne darauf antworten, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich schließe mich dem auf jeden Fall an. Ich habe diese Entscheidung schon länger getroffen, dass ich mir mit Sicherheit keinen Ehemann mehr suchen werde. Ja, ich will es auch nicht ausprobieren, weil es gibt auch genügend, ich sag mal, Menschen, die zwar in christlichen Kirchen oder Gemeinden sind, sich aber nie dazu entschieden haben, das auch lebendig zu leben, das im Leben umzusetzen, in der Familie umzusetzen, in ihrem ganzen Werken umzusetzen. Und ich bin, sag mal, ein bisschen gebrannt und ich möchte da auch keine Risiken mehr eingehen. Die Voraussetzung ist eben auch dafür, dass man sich
dass man sich gut kennt, dass man miteinander umgeht. Und das ist in der heutigen Zeit auch schon ziemlich schwierig, dass man jemanden näher kennenlernt, sage ich mal, der aus einer aus einem christlichen Haus eben kommt, ja, oder selbst christlich lebt. Ich habe das auch schon mal zum Bruder René gesagt. Also bis man den richtigen Partner findet in dieser Welt, ist es eher möglich, dass du eine Schüssel voll Gold irgendwo findest. Das ist wahrscheinlicher. Das ist schade, aber das ist tatsächlich so. Und bei mir war das eben so, ich war schon zweimal verheiratet. Beide Male waren ohne die Bibel, ohne Christus. Ich habe zwar immer geglaubt, aber ich war auch einer von diesen U-Boot-Christen, die dann immer nur gebetet haben, wenn die Schüssel gebrannt hat. Und das war nicht gut. Und bei der ersten Ehe ging das eben auseinander, dass mein erster Ehemann sehr, sehr viel getrunken hat und sich dementsprechend auch verhalten hat. Und dann habe ich die Konsequenz daraus gezogen, mich zu trennen. Bei meiner zweiten Ehe, das sind eben dann meine zwei Töchter hervorgegangen. Und die auch mit mir in Kontakt aufgrund dessen, weil ich mich sehr mit der Bibel beschäftigt habe und mein Leben auch danach umgestellt habe, von mir getrennt hatten. Nur in jüngster Vergangenheit hat sich meine älteste Tochter jetzt bei mir gemeldet, letzte Woche. Und sie möchte den Kontakt doch wieder vertiefen. Und sie sieht auch vieles ein, was ich ihr gesagt habe. Und ich bin also Gott sehr, sehr dankbar, dass also meine erste Tochter, dass ich sie wiedersehen darf und dass sie am Telefon schon sehr, sehr einsichtig war. Und dass sie vielleicht doch nicht verloren geht. Und meine zweite Trennung kam eben deswegen zustande, dass ich mich für die Bibel entschieden habe. Das war so, Gott, da waren wir schon 6 Jahre oder so zusammen. Und ich dann mein Leben umgestellt habe. Ich bin einfach nicht mehr mit Feiern gegangen. Sachen, die mir früher eben wichtig waren oder an denen ich Spaß hatte, das war dann weg. Ich hatte dann auch wirklich keinen Spaß mehr daran. Ich habe meine Hobbys alle eigentlich abgestellt, bis auf meine Haustiere, die ich habe, ja, weil daran ja auch nichts Falsches oder gegen die Bibel spricht, wenn man sich mit Gottes Schöpfung beschäftigt. Und dann wurde ich eben vor die Wahl gestellt, entweder der Mann oder Jesus. Und dann habe ich gesagt, dann ist es Jesus. Und dann tut es mir leid für dich. Meine Entscheidung steht fest und das war dann auch so. Darf ich da kurz was zu sagen? Wenn sich in dem Augenblick der Mann nicht für Christus entscheidet und damit seine Führungsrolle, die ihm in der christlichen Ehe gegeben ist, unterwirft, dann hast du auch die richtige Entscheidung getroffen, dich für Jesus zu entscheiden und nicht für deinen Mann. Ja, also ich bereue sie auch nicht. Es war zwar hart, weil man ja doch denjenigen sehr, sehr liebt und man dann leidet, beziehungsweise dann auch noch so viele Dinge erfährt, so im Nachhinein, die da gelaufen sind und von Betrug bis sonst irgendwas, dass man dann auch dementsprechend von den Damen, ja, die mit meinem damaligen Mann fremdgegangen sind, dass die sich dann auch noch melden und provokativ dann eben schreiben, ja, und ein betiteln, also all das habe ich durch. Ja, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin froh, ich bin glücklich. Ich bin viel, viel glücklicher, als ich in meinem ganzen Leben je zuvor gewesen bin. Und ich wäre zwar froh, ne, wenn es einen Mann in meinem Leben geben würde, der sich wirklich so verhalten würde, wie es in der Bibel steht. Ja, und dass er wirklich Liebe in sich hat und deswegen auch die Liebe wiedergeben kann. Ja, aber danach suchen direkt werde ich nicht. Und ich bin auch nicht traurig, wenn ich alleine irgendwo sterben muss. Das macht jetzt auch nichts. Naja, da du Jesus hast, bist du ja nicht alleine, Schwester.
Ja, das stimmt, aber man hat halt eben so gewisse Arbeiten zu verrichten, das ist doch klar. Und viele Dinge, die eben sehr, sehr schwer sind, die sind eben für Frauen nicht so gemacht. Da muss man halt durch, ja, und man wächst eben an seinen Aufgaben. Das ist einfach so. Das war schon immer so, ja, dass der Mann sich ja heutzutage immer so gerne drückt vor gewissen körperlichen Tätigkeiten und Arbeiten und dass dann die Frau im Prinzip alles selber machen muss. Und ich denke mal, auch dadurch ist die Frau, ich sag mal, in eine Rolle hineingepresst worden, heutzutage, wo sie eigentlich gar nicht rein wollte. Ja, aber sie hat sie ihr Leben lang machen müssen, weil ihr Ehemann das eben nicht getan hat. Und wenn sich so eine Frau, ich sag mal, scheiden lässt, ja, dann wird die sich mit Sicherheit nie wieder verheiraten. Aufgrund dessen, weil sie gelernt hat, mit diesen Arbeiten umzugehen, dass sie sie bewältigen kann, und sich dann auch von keinem Mann mehr was sagen lässt, ist ganz klar. Die ist gebrannt. Das dauert. Vielleicht wird es wieder, aber da muss halt auch der Richtige kommen, ne? Ja, dann hoffe ich, ihr seid geduldig genug, denn ich würde jetzt schon eher mit einer Kritik anfangen. Und ja, wenn ihr das dann so ertragen könnt, dann auch zum Unterstreichen kommen. Ja, ich habe ja nicht nur Kritik zu äußern und auch noch dann zu meinem Part, den ja Jörg auch schon angedeutet hat, ne? Weil du, Jörg, gesagt hattest, es gibt keine Frau auf dieser Erde und auch Jasmin sagte, jetzt, so ein Mann muss erstmal gefunden werden und dann Ja, das liegt in theoretisch, den Händen von Jesus Christus, ja, Bruder, das ist so. na Ja. selbstverständlich. So wie man sich zur Ehe entscheiden soll, ist das ja auch, ne? Man überlegt sich vorher, was man da eigentlich tut und macht und unter jenen Voraussetzungen hat man natürlich in diesem Leben noch überhaupt keinen Sex gehabt, geschweige denn ist eine Ehe eingegangen, ne? So ein Versprechen gibt man ja normalerweise der Mann der Frau und die Frau dem Mann ein einziges Mal in seinem Leben und dann hält es bis zum Ende. Wer noch ein bisschen in seine Ahnengeneration zurückschaut, sieht da vielleicht mal auf einem Foto eben 80, 90-Jährige, die sich liebevoll anlächeln und nur ein einziges Mal verheiratet waren und zwei, drei, vier, fünf Kinder gehabt haben. Und nun mal jetzt zu dem, wie gesagt, als Kritik zu dem, was ihr gesagt habt über eure Wahl des Partners, wenn es denn eine gäbe und es gibt keine, du hast ja dazu gesagt, jetzt den Part mit den Eunuchen, theoretisch seid ihr ja Bruder und Schwester im Geiste und habt damit eigentlich die Voraussetzungen für eine biblische Ehe so gesehen, ne? Und weil du sagtest, Jasmin, mit, wie war das nochmal? Genau, du hast es gesagt, Jörg, das wäre die richtige Entscheidung gewesen, das dann auch zu lassen. Ich erinnere mich, dass aber auch geschrieben stand, wenn die Frau, ich weiß nicht, ob die Ehe beginnt, weil mittendrin ändern tut sich ja nicht, aber anscheinend, wenn die Ehe sich so ergab, eine christliche Frau mit einem nicht-christlichen Mann ja, verheiratet wurde, ich weiß nicht mehr genau den genauen Wortlaut dazu. So hat sie ihn mit seiner Liebe zu überzeugen, sinngemäß, ja, ihr kennt die Stelle bestimmt besser als ich. Fand ich sehr interessant, weil das ja im Prinzip bedeutet, wenn es jetzt eine Ehe gewesen wäre, die vielleicht von Anfang an so wäre, das war sie ja bei Jasmin eben nicht. Uns ging es ja allen mehr oder weniger, man kommt ja zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben, zu der Bibel, wo eben davor er im Prinzip in Anführungszeichen nur Dreck war. Man erkennt ihn selber, dass man ihn getan hat. Die ganze Welt ist voller diesen Dreck. Und es ist nicht die Voraussetzung gegeben, die in der Bibel gemeint ist, wie die Ehe denn überhaupt beginnen soll. Die Mann und Frau sind unbefleckt, haben sich kennengelernt, vielleicht jahrelang, haben sich darüber auseinandergesetzt, dass sie das tun werden. Sie geben sich ein Versprechen für ihr gesamtes restliches Leben und gehen ihre Verantwortung vor Gott, ja, liebevoll nach. Und brechen keines der Gebote, niemals, erstens, und weichen auch nicht vom Pfad ab. Das ist ja eine Voraussetzung, die, wie ich selber lernen durfte, auch als Bedingung ausgelegt werden kann. Da gibt es einen himmelweiten Unterschied, möchte ich mal wortwörtlich sagen an der Stelle. Denn ja, die Bedingung, die setzt man ja nicht selbst. Das ist eine Bedingung, die Gott gibt und man folgt ihr. Gut, Und kann ich da mal eben zwischenfunken? musst du, ja. Also ich weiß die Bibelstelle auch nicht, aber ich weiß, dass du recht, dass es steht in der Bibel, dass die Frau sich dann dem nichtgläubigen Mann unterordnen muss. Aber das ist genauso mit Vorsicht zu nehmen wie Römer Kapitel 13, wo geschrieben steht, dass alle Obrigkeit von Gott ordiniert ist und dass wir uns der Obrigkeit unterstellen sollen, aber eben auch nur so lange, wie die Obrigkeit nach den Gesetzen Gottes richtet.
Genau. Ich bin als Frau auch nicht verpflichtet, mich einem Mann zu unterstellen, der mich in die Abtrünnigkeit treibt, der mich zum Götzendienst treibt, der mich zur Hurerei treibt oder sonstige Sachen. Also das muss erstmal hier ganz deutlich klargestellt werden. Schlägt, vergewaltigt und so weiter. Dass man das gut versteht. So, ein weiterer Punkt ist, bevor wir hier weiter über die Ehe rumschwafeln, müssen wir erstmal überhaupt ganz deutlich festlegen, was ist eigentlich der Akt der Eheschließung in der Bibel? Hast du gerade was parat? Ja, natürlich habe ich was parat. Der Punkt ist, in Genesis Kapitel 2, wie ich vorher schon vorgelesen hatte, da steht drin, ich hatte es ja vorhin schon vorgelesen, ich mache es nochmal eben auf hier. Ich mache es jetzt nicht online auf, da habe ich ja das Epheser aufgeschlagen, aber hier in der Bibel steht geschrieben, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Der Moment, wenn Mann und Frau ein Fleisch sind, das ist der Moment, wenn sie den sexuellen Akt des Geschlechtsverkehrs ausüben. Da werden sie ein Fleisch. Das ist Heirat im oder Hochzeit oder Ehe im biblischen Sinne. Ja? Das Problem in der Zeit, in der wir heute leben, da lernen sich, sage ich jetzt mal, zwei Menschen kennen. Alter lassen wir jetzt mal weg, das spielt da überhaupt keine Rolle. Die gehen nach dem zweiten oder dritten Treffen wahrscheinlich spätestens miteinander ins Bett, wenn nicht schon beim ersten Mal, so wie die Moral heutzutage ist und wie uns das im Fernsehen und sonst wo überall auch vorgespielt wird, darf man ja nicht vergessen. Da sind ja Rollen, die uns vorgegeben werden und dem streben wir natürlich immer nach, genauso zu sein. Man geht also erstmal so schnell wie möglich miteinander ins Bett. Irgendwann macht man sich dann mal eine Beziehung und nach einigen Monaten oder manche nach einigen Jahren sagen, ja, eigentlich könnten wir ja auch mal heiraten. Und wenn man dann halt beschließt, sozusagen in diesem Antichristensystem dann vor Standesamt oder die Kirche oder was weiß ich zu gehen, um dann zu zwischen Anführungszeichen heiraten, ab dem Moment betrachtet man sich als verlobt, weil man hat das Eheversprechen ja gegeben. Wie ist denn das biblisch? Erinnert ihr euch an die Zeit, wo Jesus Christus geboren wurde oder die Zeit vor Jesus Christus geboren wurde? Nicht direkt. Jesus Christus, sein irdischer Vater, sein Stiefvater, weil er nicht der Zeuger Jesus Christus war, Josef, war verlobt mit Maria. Das steht so in der Bibel ganz deutlich drin. Die beiden waren sich zur Ehe versprochen, haben aber noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Deswegen war Maria noch Jungfrau. Mhm. Und als sie Jungfrau war, kam der Heilige Geist über sie und hat ihr den Samen eingepflanzt, den sie zur Welt gebracht hat, der Jesus Christus ist. Ja? Nach der Geburt hat sie normal Verkehr mit ihrem Mann gehabt. Das heißt, dann haben sie die Ehe vollzogen. Und Maria hat noch mindestens 4 Söhne und 2 Töchter zur Welt gebracht. Das kann man auch in der Bibel nachlesen. Ja, das stimmt. Josef ist dann anscheinend ziemlich früh gestorben, weil als Jesus am Kreuz gestorben ist, war Maria bereits alleine und später hat Jesus, glaube ich, Johannes oder so aufgetragen, für seine Mutter zu sorgen. Mhm. Ja? Eben die Stelle zu übernehmen. Der Punkt ist, es steht ganz deutlich geschrieben, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist der Moment der Eheschließung. Und in der Welt, in der wir heute leben, wie ich gerade den Punkt angeführt habe, da musst du nur jemanden kennenlernen, das Männlein lernt das Fräulein kennen oder umgekehrt, und die hüpfen spätestens beim dritten oder vierten, bei der dritten oder vierten Verabredung miteinander ins Bett. Ja. Und dann kommt irgendwann später mal die Ehe. Nee, in dem Augenblick ist die Ehe bereits vollzogen. Das ist der ganz wichtige Punkt. Und deswegen können wir diese biblischen Maßstäbe auf dieses System einfach nicht ansetzen. Ja? Mhm, richtig. Weil das in der Basis schon mal verkehrt ist, weil die Leute überhaupt nicht mehr verstehen, was ist denn überhaupt die Ehe. Die Frauen glauben, Ehe, oh, da kann ich mir schön weißes Kleid kaufen und dann vor die Kirche und vor das Standesamt gehen und großes Fest und 200 Leute einladen und Mittagessen, Abendessen, große Party, Limousine, Party, yeah. Das ist Ehe, das ist Heirat? Nee.
Nee, das hat da überhaupt nichts mit zu tun. Das ist doch nur Stress und überflüssig. Ja gut, okay, der eine mag das als Stress ansehen, der andere sieht das als Spaß an. Da will ich gar nicht drüber diskutieren, das ist sehr persönlich, das muss jeder für sich selber wissen. Aber der Punkt ist, biblisch ordiniert ist die Ehe der Vollzug des Verkehrs zwischen Mann und Frau, weil dann sind die beiden ein Fleisch. Richtig. Es gibt keine andere Art und Weise, wie die beiden ein Fleisch sein können. So. Und die beiden bleiben ein Fleisch, mehr oder weniger, bis zum Ende des Lebens. Deswegen hat es auch niemals biblisch gesehen eine Scheidung gegeben. Ja, Moses hat den Männern Scheidungsakten gegeben. Warum? Weil die es damals so bunt getrieben haben, dass die Israeliten ihre Frauen lieber ermordet hatten, um frei zu sein für die nächste Mätresse. Mhm. Und um dieser Blutschande ein Ende zu machen, hat Moses gesagt, kommt, ich gebe euch den Scheidungsbrief. Und in Matthäus an einer Stelle kommt es ganz deutlich vor. Ja, Moses hat das gegeben, aber es war von Anfang an nicht so ordiniert. Nein. Richtig, weil das Herz so verderbt war, hat er das getan. Ja, genau. Ordiniert war es, dass wenn man sich dieses Ja-Wort gibt, deswegen muss man sich auch vorher prüfen. Richtig. Aber ich muss mich nicht sexuell prüfen, fleischlich prüfen, ich muss mich geistig prüfen. Ja. Und das ist ja auch Punkt. Nicht beim Viehmarkt, ja? Prüft man das, ja? Aber ja, prüfe dich selbst. Man schaut den Gaul ins Maul, ne? Ja, so. Prüfe dich selbst, also so steht es geschrieben, ja. Aber also, manchmal kommt es einem so vor in dieser Zeit, ja, wie auf dem Viehmarkt, muss ich eine Frau praktisch beweisen, entblößen, ja, ob sie das auch wert ist, geheiratet zu werden, ne? Das ist ja das Schlimme. Ja. Ja, ich nehme das jetzt mal hier rein, Kapitel 2. Die Erschaffung der Frau und die Einsetzung der Ehe. Dann können wir das doch mal eben lesen. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Hier kann man doch schon mal sehen, warum die Frau dem Mann untergeordnet ist. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun. Das hat nicht mit starkem oder schwachem Geschlecht zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Mann erst geschaffen wurde im Ebenbild des Herrn und dass der ihm dann eine Gehilfin machen wollte. Eine Gehilfin, das ist jemand, der ihn unterstützt. Und was mache ich, wenn mir jemand gegeben wird, der mich unterstützt? Den behandle ich doch gut, oder? Dass derjenige mich auch unterstützen kann, oder? Normalerweise ja. Ja, man spricht dann von im Englischen so schön mutual respect, ne? Also gegenseitiger Respekt. Ne? Schon mal das Mindeste, was man entgegenbringt. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig dieser Satz ist? Mhm. Ja, warum? Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, sag's dann. Ja, ich will ja nicht verkehrt liegen. Nee, erzähl mal. Ja, also gut, komm, jetzt machen wir ein bisschen Bibelstudie. Wird ja langsam mal Zeit, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen. Und da kannst du nichts Verkehrtes sagen. Da kannst du nur sagen, wie du etwas verstehst. Und entweder ist das ein richtiges oder ein gutes Verständnis oder vielleicht ein Verständnis, das noch ein bisschen hier und da feingeschliffen werden muss. Was ist denn dein Verständnis von diesem Satz, Jasmin? Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Was ist an diesem Satz so unglaublich wichtig? Ja gut, also der Mensch ist ja der Mann, also ist der Adam. Ja, und damit ist er gemeint, dass er die Herrschaft ja über alles, was lebendig ist, hat, ja, und ihm den passenden Namen eben gibt, beobachtet und den passenden Namen gibt. Gut, dann werde ich dir mal mein Verständnis davon sagen. Adam sieht hier Gott, den Herrn, aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels erschaffen, aus dem Nichts. Adam ist Zeuge von jedem einzelnen Geschöpf, das der Herr aus der Erde vor ihm macht. Stell dir mal vor, du wärst Adam. Du sitzt da im Garten Eden mit Gott und der stellt sich vor dich und macht dir alle Tiere, die es hier gibt und du siehst ihn all diese Tiere schöpfen in dem Augenblick. Wie tief ist dein Glaube an diesen Gott? Unerschütterlich, richtig? Unerschütterlich, ja. Aber die Frau, die
später aus der Rippe dieses Menschen genommen wird, die hat Gott nie etwas schaffen sehen. Adam ist der einzige Mensch, der je auf dieser Erde gewandelt ist, der Gott hat etwas schaffen sehen. Und deswegen hat die Schlange sich zu Adam gewandt und nicht zu Eva gewandt und nicht zu Adam. Ja, klar. Weil deswegen ist Eva das zwischen Anführungszeichen schwache Geschlecht. Sie hatte nur Glauben, der betrogen werden kann. Adam hatte Wissen. Adam hat die Beweise vor eigenen Augen gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das passiert ja heute noch so. Im Prinzip geht ja der Straßenverkäufer, der Klinkenputzer, meistens ja immer zu den Frauen, weil die Männer gleich von Anfang an das ablehnen und die Frau natürlich nicht so leicht Nein sagen kann, ne? Naja, da hängt natürlich auch davon ab, was man jetzt gerade verkauft, ne? Ja, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen ist der Punkt eben, und deswegen ist dieser Satz so furchtbar wichtig, da Adam Gott alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels hat schaffen sehen, vor seinen eigenen Augen, wusste Adam ganz genau, was Gottes Macht ist und wäre von der Schlange niemals so leicht zu überreden gewesen. Und deswegen hat die Schlange den leichten Weg gewählt. Aber ich muss mal kurz ein. Ja, sag mal. Ja, genau. Weil ab Vers 20 ergibt sich nämlich auch erst der Punctus Knaxus. Denn als er nämlich fertig ist, da fällt er erst auf, dass da überhaupt kein richtiger Gehilfe dabei ist für ihn. Und ja, dann ist okay, auch klar, eben, ist ja, der Schöpfungsvorgang ist damit beendet. Die Gehilfin ist noch gar nicht da. Sie hat nichts davon gesehen. Ja, nee, das ist natürlich richtig. Aber der Punkt ist ja in Vers 19, da sieht Adam Gott alles schaffen, was auf Erden ist. Jedes einzelne Tier wird aus dem Nichts hier vor ihm geschaffen, so wie er auch geschaffen wurde. Er wurde ja auch aus der Erde geschaffen, ne? Aus Staub, richtig. Aus Staub bist du gemacht und zu Staub wirst du wieder werden, ne? Wie es in der Bibel geschrieben steht. Ja? Der Punkt ist eben ganz einfach nur, den ich hier machen will, von dieser Satz ist so wichtig, wenn man ihn richtig versteht, dass man eben sieht oder versteht, dass Adam da sitzt und er sieht Gott alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels machen. So, ob er jetzt da eine Gehilfin drunter findet oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Da geht es in Vers 20 drüber weiter. Das stimmt. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Natürlich. Deswegen stammen wir auch nicht vom Affen ab, meine Lieben. Sonst hätte er ja einen Gorilla oder eine Gorilla-Frau nehmen können. Ja? Ja, ist doch wahr. Denk doch mal an diese blöde Evolutionstheorie. Ich denke mir nur, bei manchen Menschen könnte man es fast annehmen. Ja, das ist eine andere Sache. In der römisch-katholischen Kirche nennen sie sich ja auch Primaten. Sind das nicht auch die Namen von Affen? Ja, wundert dich das? Nee, wundert mich überhaupt nicht. Ich will nur gerade eben mal sagen, wenn man da halt drüber nachdenkt, ja, dann könnte man ja sagen, da hätte er sich ja hier eine oder andere Affen nehmen können. Und er sagen können, voilà, das ist meine Gehilfin. Nee, tut er aber nicht, weil das war nicht von ihm. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen entnommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Der Punkt ist ja, den man sich hier Fragen stellen kann, ja, aber warum, wenn Gott Adam aus der Erde, aus dem Staub geschaffen hat, warum lässt er ihn nicht einschlafen und macht das mit der Frau dasselbe und macht die auch aus der Erde, wie er ihn gemacht hat? Damit er sie liebt wie sich selbst. Er macht sie aus ihm selber. Das genau, René. Dass er sie liebt, weil sie von ihm ist. Die Frau ist ein Teil des Menschen, des Mannes. Und wenn sie dann heiraten, dann sind sie wieder ein Fleisch. Das, was der Herr erst genommen hat, das vereinigt man durch die Ehe wieder. Mhm. Versteht ihr das Sinnbildliche dahinter? Die wichtige geistige Botschaft dahinter? Es geht nicht um fleischlichen Sex oder sowas. Es geht viel, viel tiefer auf einer geistigen Ebene. Eben, vor allen Dingen, wenn man das Wort Liebe eben benutzt. Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird ja auch dem Mann dreimal geraten,
er soll sie lieben wie sich selbst. Dreimal wird gesagt, und das wird nicht der Frau gesagt, dass sie den Mann lieben soll wie sich selbst oder beziehungsweise überhaupt lieben soll. Sie soll ihm untertan sein. Und dem Mann wird dreimal wiederholt gesagt, ist glaube ich auch typisch die Zahl 3, ne? Er soll die Frau lieben. Und tu warum der Frau ist eben nix, genau was deswegen. Du dir selbst nicht auch antun würdest, ne? Absolut nicht, ganz genau. Genau das ist der Punkt. Und wenn du es tust, dann wundere dich nicht in dem Sinne, ja, genau. Genau, dann wird dir auch dasselbe widerfahren, ne? Denn sie ist ja sich, Auge ja. um Auge, Zahn um Zahn, ne? Kommt da zur Geltung. Ne? So, lass mich nochmal eben weiterlesen hier. Dann können wir das nochmal kurz besprechen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein. Und das ist endlich Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nun, ganz wichtig, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Er wird nicht irgendeiner Frau anhängen, er wird seiner Frau anhängen. Sie ist sein, weil sie komplettiert ihn. Mhm. Weil sie ist nämlich an der ersten Stelle aus seiner Rippe genommen. Ja, und dass er sie kompliziert, denke ich mal. Und ja. Sie macht ihn komplett. Und darum ist die Ehe, ist die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau die einzige perfekte Gemeinschaft hier auf unserer Erde, die Satan deswegen so wahnsinnig mit so viel Macht und Kraft versucht zu zerstören. Ja? Schön, dass du das sagst, ja. Ganz, ganz wichtig, dieser Teil aus dem zweiten Genesis, finde ich persönlich. Ja. Na, ist es so. Ich denke mal, auch jeder Mann, der schon, also aus der Mannesperspektive halt, der mit einer Frau zusammen war, hat, denke ich mal, hoffentlich, ja, eine Ahnung davon bekommen, dass genau das damit gemeint ist. Denn die Frau komplettiert den Mann. Das spürt man, wenn wirkliche Liebe da ist. Die meisten haben es ja wenigstens am Anfang der Beziehung. Also hoffe ich jedenfalls. Nicht, dass es die seltensten sind. Und das ist es einfach, ne? Wenn man dann eben zum Beispiel als ja nicht Bibelgläubiger irgendwann halt gläubig wird und der andere Partner nicht wie ein Wunder mitzieht, ob es nun der Mann oder die Frau ist, erinnert er sich ja spätestens dann, wenn er glaubt, dass er viele Dinge vielleicht aus der Bibel ja schon gelebt hat. Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber es war da, es ist erkannt, es ist damit für ihn auch bewiesen. Das ist ein gefühltes, also so kann ich das aus vielen viele Dinge aus meiner Beziehung, vor allen Dingen aus der eben jetzigen noch, wie auch immer man das bezeichnen möchte, und daran kann man halt eben auch erkennen, dass das die Wahrheit ist, denn man hat sie selber erlebt. Aber natürlich nicht auf allen Ebenen komplett, sondern ganz im Gegenteil. Man sieht auch sofort gleichzeitig, an wie viel Stelle gewichen ist, und man selber soll einfach bei sich anfangen. Da braucht man gar nicht mehr über den Balken sprechen im Auge. Ja, René, es tut mir leid, aber wir sind mit unserem Video schon etwas über eine Stunde beschäftigt und wir sind jetzt gerade so zu den Dingen gekommen, die ungefähr interessant beginnen zu sein. Also wenn wir uns in diesem Thema weiter vertiefen wollen, dann sollten wir das verlegen auf eine zweite Sendung, wo wir uns dann nochmal mit beschäftigen oder tiefergehend mit beschäftigen. Wobei ich auf der anderen Seite meine, dass zumindest durch die letzte halbe Stunde deutlich gewesen ist, was wir probieren, den Menschen deutlich zu machen. Und dass man nicht versuchen kann, etwas, ein Stück Scheiße kann man nicht zum Diamanten formen. Ja? Da kann man noch so viel Druck ausüben, Scheiße wird nie zum Diamanten. Wenn ich also schon mal die verkehrte Voraussetzung in der Beziehung habe, dann kann ich die Beziehung niemals geistlich vor Gott korrekt machen, weil sie auf einer falschen Fundierung begonnen ist. Und deswegen sollten wir alle, wenn wir eine Beziehung anfangen, erstmal dafür sorgen, dass wir das richtige Fundament haben, das richtige geistliche Fundament. Und damit möchte ich euch nochmal eben kurze Schlussworte zu der Sendung heute lassen. Bitte, René, dann lasse ich nämlich Jasmin das letzte Wort. Von mir aus gerne, ganz genau. ja, mir war auch von Anfang an klar, ich hätte es jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwann zur Sprache gebracht, dass eben in einer Stunde dieses Thema nicht mal ansatzweise, vielleicht eben maximal an der Oberfläche kratzend besprochen werden kann, aber hoffentlich eben auch jedem klar ist, wie ernst es in Anführungszeichen damit ist. Das ist kein Spielchen, was man mal so treibt, wie man es draußen sieht und wo man ständig auf Reset drücken kann. Unsere Zeit ist ja relativ begrenzt und man sollte auch mit wahrhaftiger Ernsthaftigkeit alles im Prinzip angehen, an welchem Punkt man auch immer das in seinem Leben halt begreift. Und ja, ob wir darüber noch einen weiteren Teil machen oder nicht, werden wir sehen.
Ich hatte eben, wenn dann im dritten Teil vor, auch wenn ein anderes noch geplant war, dieses, ja, das wird sich dann von dem nächsten Gespräch noch abhängen, ob und wie das Person- und Mensch-Thema im Lichte der Bibel auch immer besprochen werden kann, weil es ja auch irgendwie anscheinend viele irgendwie in Richtung Bibel bringt, aber auch eben viele Gefahren in sich birgt und wie bei jedem Thema, man kann sich verrennen, bis man halt einfach zu viel Zeit verliert, um sich mit Wichtigeren zu beschäftigen. Also von daher, danke fürs Zuhören, auch für die Kommentare und wir sehen und hören uns sicherlich beim nächsten Mal. Danke euch beiden auch, Jasmin und Jörg. Ja, ich möchte noch mal zu allen Frauen und Männern was sagen da draußen. Es ist also als Frau besonders, es muss sich sehr, sehr schön anfühlen, ja, wenn man einen Partner, einen Gefährten neben sich hat, der einen wirklich so liebt, wie er sich selber liebt. Ja, und der einen hilft, der einen aufhängt und der, ich sag mal, wo man füreinander immer da ist und sich alles sagen kann, dass man wirklich eins ist, dass man niemals Geheimnisse voreinander hat. Und das ist etwas, wovon ich als Kind immer geträumt habe und das hat sich leider auch nie realisiert. Ja, und da war auch sehr, sehr viel Schuld von mir dabei. Und heute weiß ich es natürlich besser und weiß auch noch nicht alles. Ich bin natürlich nicht perfekt, so wie es auch kein Mann ist, aber man kann es miteinander werden, wenn man es will. Danke. Ja, schönes Schlusswort, Jasmin. Und ich will auch gar nicht viel dranhängen. Wie gesagt, ich wollte dir das letzte Wort überlassen. Das tue ich hiermit auch. Ich will nur eben abschließen mit, dass ich sage, dass die Leute, die dieses Video schauen, ja in der Kommentarsektion gerne sagen können, ob sie nochmal wollen, dass wir dieses Thema Ehe, so wie es in der Bibel gemeint ist und wie es in der Welt verstanden wird, eventuell nochmal aufgreifen können. Oder ob wir eben einfach mit Renés Plan die Fragen und Antworten, die er ja in dem ersten Video bereits angefangen hat, weiter aufwerfen und weiter besprechen will. Und da könnt ihr ja in den Kommentaren gerne wissen lassen, was ihr gerne sehen wollt. Ich werde dieses Video probieren, zeitnah zu veröffentlichen, dass wir dann auch innerhalb des nächsten Meetings, innerhalb von 14 Tagen oder was, berücksichtigen können, was ihr in den Kommentaren dazu schreibt. Ich möchte hiermit das Video beenden und ich möchte es beenden mit der Aufforderung an einen jeden, als erstes die Bibel festzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Bibel seine Basis des Gewissens ist. Dass unser Schöpfergott, unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus, der für uns vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und sein Blut für unsere Sünden vergossen hat, die Basis unseres Gewissens ist und die Basis dessen ist, von dem aus wir alle Lehren ziehen und von dem aus wir alle Schulungen beginnen. Ja? Wenn ich beginne, irgendetwas zu lehren und wenn René das probiert und wenn Jasmin das probiert, dann tun wir das auf Basis der Bibel. Das muss immer unsere Basis sein. Dafür müssen wir die Bibel kennen, dafür müssen wir die Bibel lesen. Und damit bin ich bei meinem Schlusswort. Lest eure Bibel. Maranatha. Die 10 Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir. Vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn Eigen sollst du meiden.